So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ja, wir haben erstmal am Anfang viel zu besprechen. Bleibt dran, es ist zurück. Ihr wisst es doch alle, Freunde. Es ist zurück. Top-Kommentar ist back. Und das hatten wir im... Ich glaube, wir haben damit angefangen in FIFA 19. Haben es da relativ gut durchgezogen. FIFA 20 hatten wir mal so ein Comeback. Und FIFA 21, nein. Wir sind schon FIFA 22. Nun gut, wir hatten es auf jeden Fall mal so vor 2 Jahren und ja, Top-Kommentar ist back. Ich werde jetzt immer vom letzten Video einen Top-Kommentar nehmen. Eigentlich habe ich es damals hier an die Wand gehangen, die legendäre Ecke, Jungs, wer erinnert sich. Wir haben aber mittlerweile die neue Sicht, fühle ich einfach viel mehr. Wegen dem Fernseher auch im Hintergrund kann man immer was Cooles anmachen, wegen den LEDs. Und deswegen kommt es jetzt hier rein. Ich hoffe, es hält. Komm schon. So, wenn ihr eine andere Stelle habt, Es war, glaube ich, die verrückteste Minute, seitdem ich YouTube mache. Nun gut, ich will auf jeden Fall kurz mit euch reden, warum ist das Video von heute Morgen offline gegangen. Ich habe das Video am 1. November aufgenommen, heute ist mittlerweile der 7. November, deswegen hat das allgemein mit dem Markt nicht mehr so gepasst. Wollte aber, oder muss aber auch sagen, ich bin jetzt seit 7 Tagen krank, habe eine Mandelentzündung, habe trotzdem das Video rausgehauen. Was vielleicht dumm wäre, ich hätte einfach, sage ich mal, die Pause nehmen müssen, wollte aber diesen Daily Hustle, sage ich mal, durchziehen. Das Video kam sehr, sehr gut an von den Klicks her, auch von den Likes. Natürlich gab es aber vereinzelte Kommentare, die das bemerkt haben, das geschrieben haben und deswegen habe ich das Video auch dann nicht mehr zu 100% gefühlt. Ich will euch auch da keinen Müll, sage ich mal, verkaufen oder hochladen, deswegen habe ich das dann doch offline genommen, dass ihr da Bescheid wisst. In Zukunft werde ich mir dann einfach frei nehmen, aber Jungs, ich bin dumm. Ich habe trainiert, mit einer Mandelentzündung trainiert. Einen Tag später lag ich tot im Bett. Also ich muss auch lernen, wenn es mir nicht gut geht, sage ich mal, auch einfach mal dann eine Pause einzulegen. Aber so viel dazu, damit ihr da Bescheid wisst. Ich würde sagen, so viel verrückte Sachen in den letzten 2 Minuten passiert. Wir gehen rein ins Video. Viel Spaß. Lasst gerne ein Like da. Vielleicht schaffen wir die 1000 Likes. Würde mich freuen. Lasst gerne ein Abo da. Wir sind kurz vor den 56.000. Wir gehen rein ins Video. Let's go. Schaut es euch an, Freunde. Überall Werbung. Das ist keine Kooperation, aber ich finde Opera einfach so meta. Schaut es euch an. Hier hat mir jemand empfohlen von meinen Abonnenten. Werbung blockieren. Alles weg. Endlich cleanes Footbin. Okay, kommen wir zum Thema. Wir haben einmal einen Saul und einen Malen im ersten OTW und im OTW Nummer 2 ist das Thema Lukaku. Ich will nochmal ganz kurz mit euch über die OTWs reden. Hätte Malen gestern oder wäre Dortmund gestern in Führung gegangen, wäre Malen auf 45.000, 50.000 hochgegangen. Die Chance war natürlich klein, auswärts in Leipzig, Haaland verletzt. Ja, spricht eigentlich für sich. Ich habe trotzdem 10 Malens gehabt. 4 habe ich verkauft oder 5 habe ich verkauft. Bindet mich nicht drauf fest, ist es ungefähr so die Hälfte gewesen, die ich für 39.000 verkauft habe im Hype, kurz vorm Spiel, wie man es auch eigentlich machen soll. Gutes Vorbild. Habe aber auch mit 4 bis 5 im Stream, live auf Twitch. The real pains of Twitch. Habe ich gestern mit ein paar Malens gepokert. Bedeutet, ich habe spekuliert darauf, dass vielleicht Dortmund in Führung geht, Malen oder halt auch nur trifft. Dann würde Malen auf 40, 45, vielleicht sogar auf 50.000 hochgehen. Dortmund hat ein 1-0 kassiert, hat ein 1-1 gemacht und dann am Ende haben sie verloren. Aber er wird sein Upgrade bekommen. Nächstes Spiel ist zu Hause gegen Stuttgart am 20. November in 13 Tagen. Und das ist die Trading-Methode. Gestern war ja ein Beispiel, wo sie das Tor kassiert haben bei 32.000. Man könnte das hier nochmal kurz anschauen. Hier haben sie dann irgendwann das Tor kassiert. Dortmund hat ein Tor kassiert, hat verloren von 39. Footbin ist leider nie so genau. Auf 31.000 runter haben wir uns ja onstream angeschaut. Und hier, sage ich mal, ist einfach die Trading-Methode. Da hätte man einkaufen können. Jetzt ist er halt wieder ein bisschen rebounded auf 34.000. Hab aber das Gefühl, vor allem wenn die Icon SBC kommt, viele werden ihre Investments verkaufen, weil sie die Icon SBC abschließen wollen. Oder halt Richtung Black Friday jetzt so in der Woche circa, dass die ganzen Karten nochmal ein Stück runtergehen und Malen vielleicht sogar unter 30.000 oder halt für 30.000 zu bekommen ist. Wenn das der Fall ist, nehmt ihr euch ein, zweimal safe in dem Verein mit, einfach so als Clubstalking. Früher oder später wird Dortmund jetzt am 20. November vielleicht gegen Stuttgart ihren 5. Sieg einfahren und ich bin mir sicher, dass kurz vor dem Spieltag Malen wieder bei 35, 36 plus ist, aber das ist für mich kein Einkaufspunkt, um ehrlich zu sein. Ich würde hier noch warten, vielleicht geht er auf 32, 31.000 runter. Nicht zu vergessen, Niederlande spielt gegen Montenegro am 13., also in 6 Tagen. Wie wir sehen können, ist Malen sogar mitgenommen worden. Hier seht ihr das: Memphis, Malen, Weghorst und Lang, das ist so die Offensive bei der Niederlande. Dass er gegen Montenegro trifft, also die Chance wäre sogar hoch. Vielleicht deswegen ist er halt auch wieder gestiegen, weil die Leute das sehen. Noch sind es 6 Tage bis dahin. Hier würde ich aber trotzdem 1-2.000 Coins, egal ob ihr auf Xbox, PC oder PlayStation seid, vielleicht 1-2 Mal mitnehmen. Wenn er trifft, Jungs, er wird vom Preis her hochgehen. Plus das Siegesupgrade gegen Stuttgart ist im vollen Gange hier. Das nächste Match zu Hause in Dortmund. Wenn sie da gewinnen, würde er doppelt ein Upgrade bekommen. Ich weiß, wir reden hier sehr viel mit Spekulation, wie ihr hört. Wer weiß überhaupt, ob Malen spielen wird gegen Montenegro, aber es ist halt nur Montenegro. Lukaku ist verletzt, also hier das
mit Belgien halt eine Info bekommt, wird nicht drin sein. Ich glaube, er ist nicht mal dabei, also mitgenommen worden zu den Länderspielen. Aber nichtsdestotrotz ist gestern ein Lukaku sehr, sehr krass gedroppt von den Preisen her, wie ihr es sehen könnt. Sie waren ja am Führen gegen Burnley, 400.000 plus, und er ist auf 295.000 runtergegangen. Chelsea, das 1-1 kassiert hat, ist auch wieder rebounded, weil früher oder später wird er auch sein Upgrade bekommen. Am 20. glaube ich, spielen sie auch gegen Leicester City jetzt, und auch hier steht das Upgrade im vollen Gange. Hier würde ich aber auch auf die Icon SBC abwarten, die vielleicht die nächsten Tage kommt. Wenn er hier nochmal auf 320, 330 geht, könnte man auch nochmal vielleicht zuschlagen. Wird im Hype kurz vorm Spieltag gegen Leicester City auch nochmal höchstwahrscheinlich ansteigen. Bei Saul ist das Ding, er war bei 35, ist auf 22 gedroppt und ist wieder bei 27. Hier würde ich halt unter 25 anpeilen auf der PlayStation, aber auch hier ist es so ein Ding wie Malen. Wenn Chelsea dann kurz vorm Spieltag ist, sehe ich Saul auch wahrscheinlich wieder bei 30.000 plus, aber hier braucht man halt auch mindestens 2 Wochen Geduld. Wie gesagt, dazwischen kommt die Black Friday Panik, vielleicht die Icon SBC, die den Markt nochmal droppen wird, weil wie wir es auch bei der Hero SBC gesehen haben, als die kam, haben viele Leute ihre Investments verkauft. Warum auch immer. Also wahrscheinlich, um die Hero SBC abzuschließen, was aber ziemlich lost ist dadurch, dass man dann seine Investments dafür verkauft. Und deswegen sind die Karten dann nochmal alle ein Stück gedroppt und haben sich aber auch dann wieder gefangen. Gutes Beispiel ist ein DRB Rulebreaker, der von 140 auf 70 gegangen ist und dann wieder auf 90 hochgegangen ist. Mittlerweile wieder auf 70. Aber auch da hätte man seine 20.000 plus Gewinn machen können, hätte man in der Panik eingekauft. Dass ihr die 3 Karten so ungefähr im Auge habt. Und dann nochmal kurzes Team of the Week 7 Investment. Also ganz safe Investments. Korea unter 12.000. Arnold unter 11.000, Kier unter 14.000, Buffon unter 10.500 und Delort unter 11.500. Das sind so die sicheren Investments für dieses Team of the Week. Hier aber nur, dass ihr Bescheid wisst, ganz, ganz viel Geduld haben bei den Team of the Week Karten. Früher oder später werden sie steigen. Ich mache es so, dass ich mir immer von jedem, wo ich sehe, ey, gute Nation, gute Liga, gutes Beispiel ist hier Arnold, ist gerade auch bei Cheapest Player bei Rating der günstigste 84er in Form mit Korea. Ich meine natürlich mit Delort, nicht mit Korea, hier mit Delort. Und deswegen, Arnold ist gerade sogar günstiger. Hier hat er einen kleinen Undercut auf Footprint Guard. Einfach einmal in den Verein packen, macht ihr nichts falsch. Früher oder später, ihr vergisst, dass ihr die Karten habt. Und irgendwann werden sie steigen. Und wenn sie dann steigen, seid ihr diejenigen, die da gut Gewinn machen können. Oder Gewinn machen werden. Aber genug geredet, wir warten jetzt auf 19 Uhr, schauen, was rauskommt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Während ich gerade auf 19 Uhr warte, wollte ich gerade zocken. Und Jungs, schaut's euch an. Warum, wieso? Seht selber. Mein Spieler konnte nicht mehr laufen. Er konnte nur noch so in Roboterschritte gehen. Ja, Talischka. Keiner kennt dich in Real Life. Komm. Komm mal, die Alaba läuft weg. Okay, natürlich kein Beispiel an den Controller nehmen. Aber es ist 19 Uhr. Was ist gekommen? Ist überhaupt was gekommen? EA auf den Sonntag. Mahrez ist gekommen, okay. Mahrez können wir uns sofort anschauen. 25k Pack untrade und das was. Ich muss ehrlich sagen, mit einer Icon SBC oder so hätte ich heute sowieso nicht gerechnet, sage ich euch ganz ehrlich, wie es ist auf dem Sonntag. Könnte auch kommen, aber sagen wir es mal so, habe ich nicht mit gerechnet. Wir haben aber seltene Spieler Vorschau-Pack bekommen. Wir gehen rein. Was ist das denn? Schickt mir euer Vorschau-Pack mal auf Instagram. Mein 50k Freeset ist wie immer scheiße, Digga. Es ist so krass, mein Account. Ihr wisst es, ihr habt es gestern im Stream gesehen. 100k Pack von den Rewards, kein Walkout. Durch, dass EA jetzt ein 50k Vorschau Pack gebracht hat, bedeutet das sozusagen, es ist ja for free, hat jeder ein 50k Pack for free. Die Frage ist natürlich, wie viele Leute kaufen sich das Pack, also wie viele Leute machen aus dem 50k Pack Gewinn. Aber es wird auf jeden Fall ein paar Leute geben, die aus diesem Pack Gewinn machen, und dadurch wird der Markt wahrscheinlich nochmal ein kleines Stück runtergehen. Wäre zumindest das Schlauste, weil halt ein paar 50k Packs jetzt gezogen werden von den Leuten. Jetzt könnte man probieren, vielleicht nochmal in High-Rated SBC-Futter, wenn man es noch nicht gemacht hat, ich habe es ja schon gemacht, zu investieren, wäre nochmal ein guter Zeitpunkt. Aber warum EA das jetzt bringt, also es ist ja cool, wir kriegen free 50k Pack, aber Richtung Markt, weiß ich nicht, warum sie es bringen. Warum die den Markt jetzt droppen sehen wollen, obwohl er ja eh steigt, wenn Icon SBCs kommen. Nun gut, wir haben auf jeden Fall eine Mahrez SBC bekommen. Was sind die Anforderungen? 5 SBCs, die 2 kann man gleich kurz für free abschließen. Dann haben wir ein 82er Team, 84er Team und ein 86er Team. Okay, warte, wir machen mal kurz die 2 SBCs. Okay, wie ihr seht, kann man die 2 SBCs for free abschließen aus dem Verein. Hier 11 seltene, 30 Chemie und einmal 11 Non-Rares, 30 Chemie. Da hat man nochmal 2 Spieler-Packs durch die Mahrez SBC. Einfach mitnehmen, wer weiß, wenn man daraus was sieht, eigentlich ganz cool. Wenn nicht, auch egal, hat man wie gesagt eh so gesagt for free bekommen. Nächstes 2-Spieler-Pack. Okay, immerhin eine Leinwand. Guck mal, for free eine Leinwand. Wer hat man die? Dembélé! Dembélé for free! Also, for free die SBC. Und Dembélé kostet doch bestimmt noch 30, oder? Guck, 30.000 for free. Macht die ersten beiden SBCs bei Mahrez, vertraut mir, Jungs. Es war ja wie gesagt kostenlos und ansonsten, Mahrez haben wir uns noch gar nicht angeschaut. 5-4, rechte Flügel Premier League.
Hat eigentlich geile, also wirklich geile Stats. Vielleicht schließe ich mir den ab, 90 Beweglichkeit. Ich habe Mahrez allgemein immer sehr, sehr gefeiert. Vor allem Linksfuß auf den rechten Flügel. Das ist wie so ein Messi. Ich werde Mahrez höchstwahrscheinlich mit den oder in den nächsten Tagen abschließen. Aber ich muss sagen, ich bin ein bisschen am, also 19 Uhr konnte ein wenig am Kritisieren in den letzten Tagen. Ich muss aber sagen, das ist ein gutes Comeback von EA. Wir haben eine Mahrez SBC bekommen. Wir haben 50.000 Vorschau-Pack. Mehr oder weniger cool, wenn man halt was sieht. Klar, cool für denjenigen. Aber im Grunde sollte der Markt eigentlich nur droppen. So, die Helligkeit war etwas zu hoch. Und wir haben Fellaini Objective bekommen. Eine Objective-Karte auf dem Sonntag. Ich weiß nicht, ob das eigentlich üblich ist, aber die Karte sieht sehr, sehr krass aus von Fellaini. Die können wir uns ganz kurz auf Footbin anschauen. Okay, wir sind hier schon drin, dann schauen wir uns den kurz hier an. Der sieht wirklich krass aus. Das ist ja auch, wie gesagt, so eine For-Free-Karte eigentlich. Hier muss man ja nur ein bisschen spielen. Und der sieht wirklich krass aus. Wenn man irgendwie mit belgischen Spielern den linken kann und wenn man den nur als Sub spielt, Jungs, auf der 6, so eine Karte. Alter, das ist, glaube ich, die erste Objective-Karte, die ich mir mitnehmen werde. Der sieht wirklich krank aus, muss ich sagen. Also GG an EA, das ist ein wirklich sehr, sehr guter Content-Tag. Dann nehmen wir noch einmal das 50k-Pack mit auf den Patreon-Account. Vielleicht können wir hier noch was ziehen. Ansonsten würde ich sagen, beende ich das Video. Ich finde contentmäßig gut. Der Markt könnte ein wenig nochmal droppen. Ja, ich habe wieder kein Walkout gezogen, okay. Aber ist okay, Jungs. Passt. Gosens, super, 83er. Investiert nochmal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, in High-Rated-Karten. Vor allem heute sollte ein sehr guter Zeitpunkt sein. Wenn die Icon-SBC nächste Woche kommt, dann sehe ich sie wirklich morgen kommen, also Montag oder Donnerstag. Deswegen, wenn ihr Bock habt, Coins überhaupt, geht nochmal ein paar 88er, 87er, 89er kaufen. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder, haut da rein, bis morgen und ciao, ciao.